Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Let's Play Armored Warfare. Und heute will ich euch mal den BMT Terminator oder Terminator ein bisschen näher bringen. Und zwar gehen wir einfach mal ganz plump auf die Details. Und zwar, ihr seht, es ist ein Schützenpanzer, in dem Fall der Stufe 6. Und die Chronik besagt, dieses in Russland entwickelte Hybridfahrzeug kombiniert die Vorteile des Panzerkampfwagens mit dem Schutz und der Manövrierfähigkeit einer Kampfpanzerwanne. Der in den 1990er Jahren entwickelte BMT-Prototyp wurde für den urbanen Kampf konzipiert, indem es größeren Schutz gegen RPG-Angriffe aus kurzer Distanz aufbot, sowie ausgeweitete Höhenrichtwerte für die Waffenrichtsysteme. Nach weiteren Modifikationen ging der BMT schließlich in Massenproduktion. Ihr seht, der Schaden ist recht überschaubar, aber da seht ihr schon gleich warum, weil da kommt auch immer ganz schön viel raus. Dementsprechend ist der anhaltende Schaden wiederum sehr, sehr hoch. Trefferpunkte 1182, Höchstgeschwindigkeit 64,8 km/h und die Tarnung, die ist wiederum sehr gut. Also das heißt, man kann auch ganz gern schon mal schön aus dem Versteck spielen und mit seinen Raketen dann da umgehen. Was ich da jetzt geschwafelt habe und wie auch immer, sehen wir jetzt uns einfach mal im Spiel an. Deswegen drücken wir hier auf die Schlacht, warten, bis wir hier ein schönes Matchmaking gefunden haben. Ich selber habe hier auch noch Retrofits drin, das heißt die Verstärkung der Innenwanne, die verbesserte Rohrstützhülle und die Sprechanlage, das ist noch am Start. Ansonsten im Zubehör die ganz klassischen drei Utensilien, die man so dabei hat. Keine verbesserten, kein nichts teureres oder sonstiges. So, und Karte Roughneck, Top Tier. Von dem her, Basis passt. Schauen wir nur noch an, wie er sich dann da so verhält. Also hier oben, da kann es immer ein bisschen schwierig werden, weil da ist viel mit Stellungsspiel und sonstigen und da wird es natürlich schwierig, frontal gegen die Gegner durchzukommen. Deswegen werde ich nach unten durchfahren. Und ich habe gestern erst einen Zug von drei Leuten mit dem Panzer gesehen. Da geht der höllisch ab. Also drei Leute damit und einer kommt zum Flakieren rum. Keine Chance mehr. So, unsere Kommandantin animiert schon. Und wir können da jetzt los. Und das ist das Besondere an dem Ding. Und wenn man mal richtig hinter den Gegnern kommt, dann macht es doch alles Spaß. Von der Geschwindigkeit, glaube ich, gibt es nichts zu mosern. Und er fahrt sich auch schön. Also, wenn man so wie ich immer Kampfpanzer gewohnt ist, dann ist das doch was ganz anderes wieder erstmal. Und jetzt ist eben mein Ziel, nicht direkt als erster irgendwo zu erscheinen, sondern dann danach in die Schnittstelle zu drücken. Oben passiert schon das, was ich mir anfangs der Runde gedacht habe. Stellungskampf geht direkt schon los. So, ich hoffe jetzt mal, im Zweifel bin ich schon darauf gefasst, umzudrehen. Aber noch komme ich hier gut voran. Ich muss da echt aufpassen, dass ich hier nicht aufgehe. Ziel identifizieren. Er kommt mir hier gefährlich nah. Jetzt hat er mich auch aufgemacht. Aber eben noch verschossen. Identifizieren. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier mit, zusammen mit dem Leopard den dann schön rausnehmen kann. Deswegen warten wir jetzt mal ab, was da der Leopard macht. Der braucht nur zu weit runterfahren, dann gehört er der Katz.
Aber jetzt achtet er eh schon auf den T-72. Also von dem her gehen wir jetzt mal drauf. Nee. Da habe ich ihn noch nicht so erwischt, wie ich ihn erwischen wollte. Ich finde es auch gut, dass der Leopard da einfach stehen geblieben ist. Und der Chieftain. Ich kann auch mal eine Rakete laden. Weil die bringe ich auf jeden Fall ins Ziel. Wie man sieht. So, jetzt kommt der auch da rum. Wo ist denn mein Leopard? So, da der ERC. Der ist weg. Also er ist einfach so eine Allrounder-Waffe mit den Raketen, mit diesen Geschossen. So, der ist zerstört. Noch da. Lade ich jetzt mal eine Rakete durch. Aber in dem Fall auf den Leopard, auf den komme ich nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns einfach mal langsam hier dem M60 widmen. Der Leopard hat deutlich mehr Hitpoints als ich. Ich hoffe mal, er geht da rauf. Er geht natürlich auf mich. So. Aber egal. So geht's am Ende auch. So. Und ihr seht schon, man kann schon wirklich Spaß mit ihm haben, weil er einfach... Ja, er ist jetzt nicht unterlegen gegen jeglichen Panzer, weil wenn es einfach mal mit der Hauptkanone nicht durchgeht, dann nimmt man halt einfach doch die Raketen. So, da kann ich dem mal ankündigen, dass das wahrscheinlich den Weg in YouTube schafft. Bis jetzt sehe ich keinen Grund, warum ich die nicht nehmen sollte. Noch schnell vielleicht ein bisschen was an Schaden machen, deswegen hier den direktesten Weg über die Bahnschiene nehmen. Aber kaum mehr Gegner da. Komm schon. Also zumindest von der Geschwindigkeit kann ich mich jetzt nicht beklagen, dass ich jetzt hier zu langsam unterwegs wäre. Aber es wird halt einfach... Es ist halt einfach mal eine dieser üblichen Armored Warfare-Runden, wo der Gegner oder eine der beiden Seiten stark gelitten hat. So. Nein. Komm schon. Noch ein Hit. Ah. Naja. Ich war offen, aber es war trotzdem eine Runde, mit der man hat leben können, denke ich mal. Was wird denn sein? 1000, 1500 Damage. Ist jetzt nicht die Welt gewesen, aber ich finde die Panzer zeigenswert. Und deswegen kommt auch mal so eine Runde hier mal rein. Aber jetzt sehen wir uns gleich, sehen wir ganz genau, was wir gemacht haben. Und...
1100 Schaden gemacht, 1100 unterstützt. Also jetzt keine Wahnsinnsrunde, aber wie gesagt, wichtig war mir dabei zu zeigen, was kann der Panzer, was zeigt er, was stellt er da. Und dementsprechend bin ich mit den XP mit 1100 hier im Mittelfeld gelandet. Und 156.000 Credits gab es raus, weil es ist ja ein Premium-Panzer. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Panzer, der wirklich gut ist. Mir gefällt er und ab und zu kann man damit schön mal trollen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.